Kleiner Gedanke zum Evangelium. Wir wissen, dass Jesus, als er auferstanden ist, den Jüngern immer wieder den Frieden gewünscht hat. Und gerade auch bei jeder heiligen Messe empfangen wir den Friedensgruß, der Friede Christi sei mit euch, und wir dürfen diesen Frieden weitergeben. Ja, wir dürfen Friedensapostel sein, besonders jetzt, wenn es besonders schwer ist in dieser Zeit. Dass ich das Wort heute früh betrachtet habe, dann bin ich eben hängen geblieben an diesem Wort, wo Jesus dann sagt, gleich nach diesem Friedensgruß, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Weil ich war schon richtig verzagt heute früh, nach dem, was ich die letzten Tage erlebt habe, Bischof gegen Bischof, Priester gegen Priester, selbst die Gebetskreise untereinander zerstritten, entfremden sich, die jahrelang miteinander gebetet haben, können plötzlich nicht mehr miteinander. Was ist eigentlich los? Ja. Und gerade jetzt in dieser Zeit sagt Jesus zu uns, euer Herz verzage nicht, meinen Frieden gebe ich euch. Sicher sollen wir nicht in falscher Harmonie Konflikte unter den Teppich kehren. Gewiss ist es wichtig zu klären, welche Theorien uralte Verschwörungstheorien aus dem rechtsradikalen Lager sind und nur neu aufgetischt werden, oder wo es um vernünftige Diskussionen geht, welche Anordnung nun wirklich sinnvoll und welche eben nicht sinnvoll sind. Und deswegen sagt der heilige Paulus gerade zu uns auch, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und mit diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit dürfen wir aufeinander zugehen, unsere unterschiedlichen Meinungen in Liebe anhören und offen zu sein für das, was wir denken, und gemeinsam einen Weg aus dieser Krise suchen und finden. Und ich denke, ganz wichtig ist es auch, unsere Politiker nicht zu verteufeln, die ganz sicher keine Diktatoren sind, sondern sicher mit Mühe und Not einen Weg durch diese Krise suchen und es nicht leicht haben, immer die richtigen Anordnungen zu finden und uns weiterzugeben. Und ich möchte heute auch ganz besonders diesen Gedanken noch vom heiligen Franziskus weitergeben, sein Gebet, dass wir wirklich Werkzeuge des Friedens sein mögen in dieser schweren Zeit. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich nicht trachten, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.